Es war eine herzliche Einladung in das Gut Kleesberg nach Schneeberg. Mit einer fantastischen Aussicht auf die St. Wolfgangskirche öffnete auch in diesem Jahr im Gut Kleesberg ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt. Dass dieser sich mittlerweile nach draußen verlagert hat, wissen wir bereits seit letztem Jahr. Denn durch die hinzugekommene Tagespflege ist der Weihnachtsmarkt nicht nur für die stationären Besucher gedacht, wie Jens Brettschneider verrät. Also der Weihnachtsmarkt hier im Gut Kleesberg ist was Besonderes, kann man so sagen, weil vor dem Hintergrund, dass wir viele Menschen oder die Menschen versorgen, die selbstständig jetzt nicht mehr so den Weihnachtsmarkt besuchen können und selbst mit Hilfe es schwierig ist, da haben wir uns gedacht, wenn die Menschen nicht mehr so auf den Weihnachtsmarkt gehen können, dann holen wir den Weihnachtsmarkt eben hierher. Und darüber freuen sich natürlich unsere stationären Bewohner ganz besonders, aber auch unsere Tagespflegegäste genießen den Weihnachtsmarkt hier. Dazu gesellten sich aber auch die Angehörigen und Familien der Tagespflegegäste und Bewohner. Der Weihnachtsmarkt mit den Buden an Gut Kleesberg ist in dieser Form ziemlich einzigartig. Und neben dem herrlichen Blick war auch dieses Jahr wieder ein buntes Programm angesagt. Für die Jüngsten gab es eine Bastelecke. Dort konnten sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es wurden kulinarische Genüsse geboten, sodass für jeden etwas dabei war. Und auch für Musik wurde gesorgt. Unter anderem spielten die Turmbläser vom Musikkorps der Bergstadt Schneeberg. Zwischendurch sorgte das sogenannte Ziehkastel für Unterhaltung. Stolz verriet uns Brettschneider, dass es seit einiger Zeit einen eigenen Chor aus der Tagespflege gibt. Auch dieser hat zur Unterhaltung beigetragen und die Gäste zum Mitsingen animiert. Also das war natürlich eines unserer großen Highlights heute, dass unser Chor aus der Tagespflege, der sich schon in den letzten Wochen oder Monaten neu formiert hat, heute zur Unterhaltung beigetragen hat. Das sind einfach Menschen, die ihr Leben lang gern gesungen haben und das jetzt auch hier mit gleichen weiter tun und große Freude daran haben. Und unsere Gäste und die Bewohner hat es natürlich sehr gefreut. Gut Kleesberg möchte das Jahr noch so zu Ende bringen, wie es sich gehört. Weihnachten soll sich hier nämlich gar nicht groß unterscheiden von dem, wie es zu Hause begangen wurde. Zuerst ein Gottesdienst und dann ein Festessen. Bewohner und Mitarbeiter zusammen. Ins neue Jahr wird dann später würdig angestoßen. Für diejenigen, die das noch können und wollen. Auch hier wird gemeinsam gefeiert. Für das kommende Jahr haben sich die Mitarbeiter bei Gut Kleesberg vorgenommen, mindestens genauso gut zu sein wie dieses Jahr, sowohl im Pflegebereich als auch bei den kulturellen Angeboten im Haus. Nun heißt es aber erst einmal frohe und gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins kommende Jahr.